Im letzten Video haben wir über Potenzreihe gesprochen. Was ist eine Potenzreihe? Das ist, die Idee ist, dass wir schreiben eine Funktion aus solche unendliche Reihe Cn c minus a hoch n, wo z und a sind irgendwelche komplexe Zahlen. Und dann können wir natürlich Konvergenz von dieser Reihe betrachten und so weiter. Natürlich, wenn wir die reelle Situation anschauen möchten, können wir einfach statt z x nehmen. Dann können wir solche Reihe betrachten. Und dann, wenn wir a auch irgendwelche reelles Punkt haben. Und wir haben unterschiedliche Sätze gesehen über Konvergenz. Wir haben auch gesehen, dass wenn wir wann passiert, dass zwei Reihen gleich sind oder die Reihen von Funktionen gleich sind. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Ableitung schon vorher gesprochen. So, jetzt wollen wir wieder zurück zum Ableitung kommen, weil wir haben das vorher nur formal gesagt. So, wir werden das als Satz formulieren, so Ableitung. Der Potenzreihe. Da wir über Ableitung reden möchten und wir haben nicht wirklich gesagt, was wäre eine Ableitung von Funktionen mit komplexem Argument, werden wir auf reelle Situation fokussieren. So, sei f, wir nehmen an, wir haben eine Potenzreihe wie hier, so die Summe n 0 bis unendlich, cn x minus h hoch n, die in irgendwelche, oder mit, ich würde das so formulieren, mit Konvergenzradius kleine r, positiv, das heißt in Intervall a minus r, a plus r, diese Reihe konvergiert, und dann die Behauptung ist dann, gilt für x in diesem Intervall a minus r a plus r folgende Formel, dass die Ableitung von x ist einfach, ich nehme Ableitung von jeder Term, so das ist n mal cn x minus a hoch n minus 1, und natürlich damit verstehen wir, dass für jede dieser x ist diese Potenzreihe konvergent. Und wie kann man das beweisen? So eigentlich, wir haben schon alles vorher vorbereitet. So, wir haben Satz 3, welcher sagt, dass wir eigentlich, wenn wir diese Reihe betrachten, so formal, oder wenn wir einfach sagen, nicht, okay, wir wissen noch nicht, dass das hier ist eine Ableitung, aber wir werden erst nur diese Reihe anschauen. So Satz 3 sagt, dass eigentlich, wo diese Reihe konvergiert im gleichen Gebiet, das heißt in diesem Intervall, haben wir auch Konvergenz von diesem Teil. Und eigentlich, wenn wir aus Satz 3 folgt, dass, sagen wir mal, Stern konvergiert gleichmäßig auf k, a, rho, für jede rho kleiner als r, also auf jede kompakte Kreis oder Kreis kleiner als r, haben wir gleichmäßige Konvergenz. Und deshalb, Satz 5 liefert, dass wegen dieser gleichmäßigen Konvergenz, das heißt, diese Folge konvergiert gleichmäßig, oder diese Reihe. Und diese Reihen oder diese endlichen Summen sind einfach Ableitungen von endlichen Summen hier. Das heißt, wir sehen, dass aus Satz 5 kommt deshalb, dass das hier ist nichts anderes als diese Ableitung. Okay, ich habe hier das geschrieben wie in komplexe Zahlen, so es wäre besser zu bleiben mit unserer Notation, abgeschlossene Intervall. Und deshalb auf solch abgeschlossenen Intervall sehen wir, dass das hier gilt. Und deshalb so f' x ist
diese n, cn, x minus a hoch n minus 1 auf diesen Intervall. Aber da wir das für jede Rho haben, kleiner als r, haben wir auch Vereinigung von solchen Intervallen, was genau offenes Intervall a minus r, a plus r ist. So, das ist ganz einfach. Wir können ein paar Beispiele anschauen. So, erste Beispiel wäre, ich werde folgende Reihe oder folgende Funktion betrachten. Und na warum? Weil wir erinnern oder wir haben bewiesen, dass man kann eigentlich diese Reihe ist nichts anderes, oder diese Funktion kann man als solche Reihe schreiben. Und natürlich, wir wissen, dass hier gilt, so oder nicht gilt, diese Funktion, das ist natürlich nicht eine Funktion, die für alle reelle Zahlen definiert ist, sondern nur wenn x nicht gleich 1 ist, so die Situation ist so, hier ist 0, hier ist 1 und in diesem Punkt ist diese Funktion nicht definiert. So, man kann natürlich fragen, okay, aber wie ist es dann hier, wann gilt solche Gleichheit? Und wir wissen, dass hier gilt nur, wenn x Betrag kleiner als 1 ist. Das heißt, in diesem Gebiet offenes Intervall minus 1, 1. Warum? Weil natürlich, sobald x Betrag von x mindestens 1 ist, dann jede von diesen Gliedern ist mindestens 1 in Betrag. Das heißt, insbesondere die konvergieren nicht gegen 0, was notwendige Bedingung für Konvergenz einer Reihe ist. Deshalb kann das nicht besser sein als das hier. Und wir können uns jetzt fragen, okay, vielleicht können wir etwas über diesen Ableitungen sagen. So, was wir natürlich wissen ist, dass die fx, so, das war, sag mal das, ich nenne das fx und dann betrachte ich die Ableitung von fx, was auf einer Seite ist das hier. So, wenn ich das ableite, was ich kriege, ist 1 durch 1 minus x Quadrat. Und auf anderer Seite kann ich sagen, mit Hilfe von diesem Satz, das ist nichts anderes als formal, das wirklich ableiten Glieder nach Glieder. So, ich kriege immer n mal x hoch n. So, ich habe solche Formel. Und jetzt, was wir insbesondere sehen, zum Beispiel ist das f Ableitung in Hälfte ist auf einer Seite das hier, das ist 1 durch 1 minus, oder ich kann das, Entschuldigung, ich habe natürlich hier einen Fehler gemacht, und ich kann zum Beispiel Folgendes anschauen, dass ich betrachte, um hier n haben, so x mal f Ableitung ist auf einer Seite Summe n x hoch n, und auf anderer Seite, das ist x durch 1 minus x Quadrat. Das heißt, wenn ich x einfach Hälfte setze, dann kriege ich, dass hier ist Hälfte durch Hälfte Quadrat, das ist 2, ist nichts anderes als die Summe von n mal durch 2n von n von 0 bis unendlich. Das ist auch eine schöne Formel. Man sieht natürlich, dass wenn ich statt x minus x nehme, das werde ich gleich benutzen, aber ich merke, dass wenn ich das hier nehme, dann die Entwicklung ist sehr ähnlich, und zwar wir haben minus 1 hoch n x hoch n. Das war gleich klar, warum wir das haben wollen. Ich möchte noch etwas sagen. So, wir können uns natürlich fragen, naja, wie ist es mit diesen potenziellen Entwicklungen? Wir sehen, dass wenn wir das in diese Funktion in 0 entwickeln, dann haben wir natürlich das hier als Konvergenzradius. Warum? Weil wir natürlich wissen, dass sobald wir diese Funktion irgendwo entweder hier oder sie hier, sobald diese Reihe entweder hier oder hier konvergiert, dann werden wir wissen, dass in diesem ganzen Intervall konvergiert, aber wir wissen, dass in diesem Punkt diese Funktion gar nicht definiert ist. Das heißt, das kann nicht passieren, das heißt, wir wissen, das geht nicht. Einfach diese Problem, dass die Funktion hier nicht definiert ist und eigentlich, dass die Limes plus unendlich ist oder Limes nicht existiert oder kann man die Funktion nicht vorsetzen, bedeutet, dass man auf keine Chance, dass ein größerer Intervall
definieren kann oder in diesen, mit Hilfe von diesen Potenzerei analysieren kann. Natürlich, was man machen kann, ist probieren, das nicht in 0 entwickeln, weil ich kann das hier sehen als x minus 0 hoch n, sondern in anderer Punkt. Und das ist auch eine klassische Sache. Ich kann sagen, okay, ich habe das hier, aber jetzt möchte ich statt x zum Beispiel x plus 1 haben. X plus 1 haben, ich werde das in Punkt, so hier ist 0, hier ist 1, hier ist minus 1, zum Beispiel in diesem Punkt, das wird mein a, so x minus a wird x minus minus 1, x plus 1. So, ich möchte schreiben hier x plus 1 und ich sehe, um das zu machen, soll ich hier 2 schreiben. Und jetzt kann ich sagen, okay, ich möchte das hier in solche Reihe entwickeln. So, ich habe 2 hier, nicht 1. So, ich helfe mich, ich nehme diese 2 raus, um zu kriegen Folgendes. Und jetzt kann ich diese Teil in Reihe entwickeln. So, was ich kriege, ist wieder die Summe, die Reihe n von 0 bis unendlich. Und ich habe immer die Hälfte. Und dann habe ich wie oben x plus 1 durch 2 hoch n. Und man kann das natürlich auch alternativ schreiben als 2 hoch minus n minus 1 mal x plus 1 hoch n. Und natürlich fragt man, wie ist in diesem Fall Konvergenz, Radius. Und wir sehen, um das hier zu haben, wir brauchen, dass dieses Argument kleiner als 1 ist, was in diesem Fall bedeutet, dass x plus 1 soll kleiner als 2. Und das ist natürlich wieder, was wir erwartet, weil in diesem Punkt haben wir das nicht. So, wir sagen, es sieht so aus, oder in diesem Fall ist es, und das ist solche Hypothese, dass es, sobald die Funktion definiert ist, können wir wirklich die größte Radius nehmen, wo die Funktion definiert ist. Und das wird auch öfter der Fall. Wir werden das viel später sehen. So, wir haben auch gleich ein Korollar zu diesem Satz 6. Und zwar über unendliche Differenzierbarkeit von Potenzreihe. So, wir nehmen an, dass die Potenzreihe f gleich cn x minus a hoch n konvergiert in Intervall a minus r a plus r für irgendwelche für eine R positiv. Und dann die Behauptung ist, dass dann ist F beliebig vielmal in diesem Intervall A minus R A plus R differenzierbar. Und insbesondere haben wir auch eine Formel, dass die Karte-Ableitung von diese Funktion in A ist einfach K Fakultät C mal K. Ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben. Genau. So, wie können wir das sehen? So, natürlich, die erste Teil ist, würde ich sagen, fast trivial. Und was wir einfach nehmen, ist, wir nehmen Satz 6, wir haben eine Potenzreihe, und ich werde wiederholen, wiederhole Satz 6. Und wir sehen, dass sobald wir eine Funktion haben, wir wissen, dass eine Potenzreihe, wir können die Ableitung einer Potenzreihe kriegen. Und diese neue Potenzreihe, die Potenzreihe von Ableitung, konvergiert in gleichen Intervall. Das heißt, ich kann das wieder wiederholen, weil ich habe das als wieder als eine Potenzreihe und ich kann die Ableitung wieder berechnen. Und wovon kommt diese Formel? So, das ist ganz einfach. Weil natürlich, wir wissen, dass die Karte-Ableitung von x ist einfach nichts anderes. Die Potenzreihenentwicklung gilt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Ableitung nehme, kommt n nach vorne und wird das um 1 runtergenommen. So, ich kriege n mal n minus 1 bis n minus k plus 1 mal cn mal x minus a hoch n minus k. Die Summe ist normalerweise von 0, aber alle diese Glieder sind
trivial, sobald n kleiner als k ist, so ich habe einfach die Summe von k. Und jetzt, um das hier zu haben, muss ich einfach für x gleich a nehmen. So, ich habe das hier wieder n minus 1 bis n minus k plus 1 mal cn. Und jetzt habe ich x minus x, das ist 0 hoch n minus k. Und wir sehen, dass sobald n nicht gleich k ist, das hier ist 0. Das heißt, ich muss nur diese Term haben, wo n ist gleich k. Aber dann habe ich was hier? Ich habe n mal n minus 1 bis n minus n plus 1, so n Fakultät mal c, das ist cn. Quatsch. So n ist gleich k, so ich habe hier n Fakultät, was k Fakultät ist, mal ck. Das ist genau, was wir behaupten haben. So, insbesondere, wir sehen, das bedeutet, wenn wir eine Potenzreihe haben, eine Funktion, welche als Potenzreihe geschrieben man kann, die man als eine Potenzreihe beschreiben kann, dann weiß man, dass diese Funktion ganz schön sein muss. Wir haben schon gesehen, dass die Funktionen, die als Potenzreihen existieren, die haben zum Beispiel diese Eindeutigkeit-Eigenschaft, dass es reicht, die Werten in eine Folge kennen, nicht überall, und das definiert schon genau die Werten. Und wir sehen auch hier, dass die Funktionen müssen glatt sein. So zum Beispiel, wenn ich nehme eine Funktion Wurzel von x hoch Hälfte, die so aussieht, so zum Beispiel, diese Funktion hat keine Potenzreihe in 0. Natürlich, vielleicht, wenn ich das irgendwo hier mache, das geht, da ist diese Funktion schön glatt, aber wenn ich die Funktion in diesem Punkt in 0 betrachte, dann sehen wir, dass eigentlich die Ableitung gegen unendlich konvergiert, insbesondere die Ableitung in 0 existiert gar nicht, und deshalb sehen wir, dass da einfach, dass sie eine solche negative Resultat, dass wir keine Potenzreihenentwicklung haben. So, ich möchte noch ein anderes Beispiel machen, und zwar von Logarithmus. Und ich werde den Logarithmus von 1 durch x nehmen. Und ich möchte analysieren, ob auch in diesem Fall ich das entwickeln kann. Und ja, okay, das ist so, das wird meine Funktion fx, und ich möchte die Funktion für x vielleicht x nah von 0, so in 0 entwickeln. So, wenn x 0 ist, so diese Funktion. Und die Frage ist, wie kann ich das machen? So, und in diesem Fall ist es ganz schön, so was ich mache, ich frage mich, okay, ich weiß nicht, wie kann man Logarithmus entwickeln, aber vielleicht kann ich über Ableitung etwas sagen. So, ich berechne die Ableitung, wir wissen, das ist nichts anderes als 1 durch 1 plus x. Aber jetzt sehen wir, ah ja, eigentlich, das ist etwas, was wir schon hier oben gesehen hatten. Das heißt, das ist das hier. So, wir wissen, das ist nichts anderes als die Summe minus 1 hoch n, x hoch n, n von 0 bis unendlich. Und wir dürfen das machen, nur wenn x im Betrag kleiner als 1 ist. Und jetzt die Frage ist, wenn wir das hier wissen, kann man vielleicht das hier zurück integrieren, um Logarithmus zu kriegen? So, die Frage ist, ich kann formal schreiben, und die Frage ist, ob Logarithmus 1 plus x ist formal, wenn ich das hier sozusagen integriere, oder ich kann fragen, was war eine formale Potenzreihe, die als Ableitung das hier hat? Und natürlich, ich soll nehmen das hier durch n plus 1 und das hier bleibt wie vorher. Und jetzt habe ich das n von 0 bis unendlich. Und natürlich, ich kann jetzt schreiben, dass das hier wird mein neue n oder n dach. Das hier auch. Und natürlich, ich soll sicher sein, dass diese zwei Funktionen die gleichen Werte in einem Punkt haben. So, wenn x gleich 0 ist, dann ist das hier 0. Und Logarithmus von 1 ist auch 0. So, ich kann das umschreiben als das hier und hier soll ich minus 1 nehmen. So, die Frage ist, ob das hier gilt. Ob man Logarithmus 1 plus x als solche
auf solche Potenzreihe schreiben kann. Natürlich, sobald x kleiner als 1 ist, in Betrag. Und man eigentlich sieht, ja, das gilt. Und wie kann man argumentieren? Man kann diese Potenzreihe formal betrachten. Man fragt, wie ist es mit Konvergenz von dieser Potenzreihe? Also man sieht relativ schnell, dass diese Potenzreihe zum Beispiel mit Hilfe von Quotientkriterium, man sieht, dass diese Potenzreihe wirklich für x gleich 1, kleiner als 1 konvergiert. Das heißt, und wir sehen, das heißt, das ist unsere Potenzreihe, und wir sehen, dass die Ableitung von dieser Potenzreihe ist nichts anderes als diese Funktion. Mit dieser. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist, dass wenn wir das hier als irgendwelche g von x nennen, wir sehen was? Wir sehen, dass wir ein wohldefiniertes Funktion, und die g-Ableitung ist f-Ableitung x für x, wo die beide definiert sind, so für diesen Fall. Und das heißt, es reicht zu jetzt argumentieren, dass die in einem Punkt die zwei Funktionen gleich sind. Und warum ist es so? Natürlich in g in 0 ist einfach 0, aber das ist auch f von 0. Das heißt, wir sehen jetzt, dass wir haben zwei Funktionen, die haben gleiche Ableitung und die haben einen Wert gleich. So, wenn ich jetzt f minus g betrachte, oder ich kann einfach erinnern, dass die Folge und aus Mittelwertsatz war, dass wenn das hier 0 ist, das bedeutet, dass f minus g ist eine Konstante, aber wir haben, dass die beide in 0 sind, das heißt, f ist einfach g. Das heißt, wir haben gezeigt, dass wirklich Logarithmus 1 plus x kann man so entwickeln, und wenn man diese minus 1 hoch n minus 1 nicht mag, kann man einfach statt x minus x nehmen, und man kriegt das Logarithmus 1 minus x ist hier, kriegt man immer hier minus 1 mal hoch n, das geht weg mit hier und eine Minus kommt raus, so man kriegt Folgendes. So, wir sehen, das Logarithmus, was relativ kompliziertes Funktion ist, hat diese, man kann so sagen, relativ einfache Potenzreihe.